Also willkommen bei mir im Stream. Willst du dich einmal kurz den Leuten vorstellen? Hallo, ich bin Silvio, ich bin Österreicher, ihr werdet mich nicht mögen. Warum werden wir dich nicht mögen? Weil ich Talon-Main bin. Ja, aber wir mögen dich auch so nicht. Okay, ja, gut, dann pass auf, warte, wir machen die Kacke weg, die ist mir egal. Jo. Oh, ich habe sogar zwei richtig, perfekt. Bist du bereit? Ich bin bereit. Ich habe keine Ahnung, worum es geht. Kam gerade erst in das Video. Ey, ich mache Wer wird Millionär, Digga? Oh, perfekt. Ja, super. Okay. Hast du schon mal Wer wird Millionär gegeben? Ja. Warum? Weil er langweilig ist? Weil er schaut heutzutage noch Fernsehen, Digga. Läuft das noch? Bestimmt. Also, pass auf. Wichtig ist, dieser Zuschauer-Joker ist der Twitch-Chat-Joker. Aha. Ja, du wirst den Twitch-Chat befragen. Der Telefon-Joker, ich rufe meine Mutter an. Okay. Okay? Du darfst nur meine Mutter fragen. Wenn sie es nicht weiß, hast du direkt verkackt, okay? Okay. Dieser Joker hier ganz unten ist, du kriegst auf Safe die Antwort. Mhm. Und 50-50 ist 50-50, ob ich dich weiterlasse oder nicht. Okay, okay. Okay, also. Was mir selbst im... Oh, Moment, ich habe eine Idee, Digga. Mhm. Warte mal, ich brauch diese Wer wird Millionär Einsteiger-Musik da. Wer wird Millionär Intro Sounds. Warte. Leute, willkommen zu einer neuen Folge Wer wird Elonär? Ah, ich muss da warten. Fuck, mein Timing war falsch. Egal, machen wir da. Bam, 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 bam. Din, 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 din. Alter. Was mir... Ah, ist noch gar nicht fertig, Digga. Warum geht der Scheiß so lange? Oh, doch, da ist die Musik. Oh, Moment. Ist das die richtige? Oh, das ist sie. Das ist sie. Wir haben die originale Musik. Also, was mir selbst im stark betrunkenen Zustand gefällt, finde ich auch... A. Wechselschritt, B. Drehung, C. Hacke Spitze oder D. 1, 2, 3. Boah, Silvi, das ist wirklich schwer, aber ich lege mich auf C. Hacke Spitze fest. Bist du dir sicher? Es geht um 50 Euro. Ja, ja, log es mal ein. Ja. Digga, du kannst ja nicht mal zwei Coaching-Stunden beim Account mit 50 Euro machen. Ach, sogar richtig, ne? Leute, ich bin so teuer, ihr müsstet zwei Fragen, wer wird Millionär gewinnen, um vernünftiges Coaching bei mir haben zu können. Ausrufezeichen Coaching in den Chat. Will man aus Alese den Einwohner eines Himalaya-Staats machen, muss man davor noch ein Venus, Neptun, Saturn oder Merkur? Wieder eine ausgezeichnete Frage. Ich denke, es könnte B, Neptun sein. Warum denkst du, dass es Neptun ist, Mann? Ich weiß nicht mal, was die Frage von mir möchte, Digga. Ich hab ehrlich gesagt auch keine Ahnung, aber... Willst du nicht lieber einen Joker benutzen? Da steht Tun. Ja, lass uns mal den Twitch-Chat fragen, ne? Okay, Twitch-Chat, was denkt ihr, was hier die Antwort ist? Ich wiederhole euch die Frage. Will man aus Alese den Einwohner eines Himalaya-Staats machen, muss man davor ein Neptun, ein Venus, ein Saturn oder ein Merkur? Also ich glaube, der Chat sieht mir mehr nach B aus. Ich würde auch sagen, ja, B. Lass mal B einloggen, ja? B. 100 Euro, Digga! Was machst du mit 100 Euro, wenn du sie hast? 3 Coaching-Stunden und 2 Döner. Du Wichser, Digga, das kostet 305 Euro, das kannst du dir gar nicht leisten. Du müsstest Frage 3 jetzt auch schaffen. Uff. Okay. Okay. Was findet man am ehesten auf der Bewohnerliste eines Tierheims? Hex-Hex, Abracadabra, Simsalabim, dreimal schwarzer Kater. Also, ich würde wirklich gern Abracadabra sagen. Aber mein Herz sagt mir, es sind dreimal schwarze Kater. Ey, krass! Alle so schlau! Achso, dein Twitch-Chat-Joker ist weg, ne? Dass du da nochmal Bescheid weißt. Ja. Wie willst du weitermachen ohne die Hilfe vom Twitch-Chat? Boah, ey, also... Ja? Mit der Hilfe
meines Telefonjokers schaffe ich sicher noch mindestens 2 Fragen. Okay, Digga, abgehoben. Er denkt, er kann es. Gut. Ist die Position vom Kanzleramtminister Altmaier nicht mehr gesichert, dann göttert Speise, Griest Pudding, wackelt Peter oder Cremet Brûlé? Ich habe keine Ahnung, was hier steht. Alter. Wer ist überhaupt Kanzlerminister Altmaier? Was hat er, was ich nicht habe? Alter, weißt, ist das eine offizielle Seite von RTL? Ja, Mann. Ist das geil. Kennst du nicht Kanzlerminister Altmaier, die alte Sau? Der schreibt auf Papier irgendwelche Sachen, glaube ich. Ah ja. Ich kriege mich auch immer ein. Alex, gib mir Handynummer, ich komme vorbei. Ja, red weiter. Schön. Ja, log mal C ein. Ey, Moment! Digga, willst du nicht deinen Joker benutzen? Bist du dir sicher? Es geht um 300 Euro. Das ist ein Bootcamp. Vor allem ist das vor dem 500er Safe-Call, ne? Ja, das stimmt. Ah ja, ich glaube, ich würde deine Mutter zu Rate ziehen. Meine Mutter, Digga, meine Mutter kennt sich nicht mehr mit türkischen Ministern aus. Was willst du von mir, Mann? Geh mal nicht meiner Mutter auf den Sack mit deiner Frage. Was sind die anderen Joker nochmal? Der 50-50 Joker ist die... Ist 50-50? Nein, der ist aber 50-50. Und der hier ist... 50-50 ist doch theoretisch... Zwei Sachen gehen weg. Genau. Aber richtig und andere Frage. Ja, dann machen wir 50-50, weißt du was? Ja, komm. Göttert Speise oder wackelt Peter? Ja, ich, jetzt bin ich mir sicher, es ist, glaube ich, also es müsste... Nein, du wusstest es bereits, Digga. Okay, ja, genau, du hast dir 500 Euro fast garantiert. Du musst es noch einmal wissen. Wer ist sogar dem Wörterbuch für den häufigsten Konsum eines Heißgetränkes bekannt? Kaffeetante? Kakao-Cousine? Teevetter oder Milchonkel? Die Kakao-Cousine klingt verlockend, wenn man in Alabama leben würde. Doch, ich glaube, es ist A, die Kaffeetante. Die Kaffeetante. Hast du die Fragen auf extra dumm gestellt? Falls ja, fang mal bei 10 Millionen an. Ey, was für, ob ich die Frage auf extra dumm gestellt habe? Ich würde nicht mal die erste schaffen meistens. Okay, du hast soeben... Es hat einer gut ausrechnet 100 Subgifts gewonnen. Das ist das, was Reftan rausgehauen hat. Oh, warte mal, Leute, ich glaube, wir müssen gleich die Musik ändern. Geht die Musik nicht? Das ist die Musik für 50 bis 500 Euro. Das sind ungefähr. Wer wird Millionär Soundtracks? Wer wird Millionär Soundtracks? Wir sind bei 1000 angekommen. Digga, du hast neue Musik freigeschaltet. Let's go! Nice! Oh, doch, die kenne ich. Okay, warte mal, ich muss jetzt ernster sein. Ich bin Günther Jauch. Wofür ist bereits in der Planungsphase die Statik von entscheidender Bedeutung? A. Blinken, B. Schalten, C. Kuppeln oder D. Abwürgen? Hast du einen Führerschein? Nein. Digga, ich glaub Kuppeln tut man mit einem Auto. Oder wenn meine Freunde mich verkuppeln, aber dafür bin ich zu hässlich. Blinken tut auch ein Auto. Aber würgen tue ich mit Frauen. Also kann es D nicht sein. Denn es geht hier nicht um Frauen. Ich dachte es mir nämlich auch. So. Schwierig. Sehr schwierige Frage. Ich weiß. Der Twitch-Chat ist auch behindert. Die wissen gar nichts. Aber du kannst hier alle Talon-Mains vertreten. Alle Talon-Mains. Dann hätte ich eigentlich bei 50 Euro aussteigen müssen. Das stimmt. Okay, also ich will mal eins sagen. Der Yasuo-Main hat es, glaube ich, auf 32.000 geschafft. Oder hat er durchgeschafft? Hat er die Million geknackt? Ich habe keine Ahnung, Digga. Ich bin so voll vergesslich. Oh, ich habe hier echt auch den Sound. Warum mache ich die Musik an, wenn der Sound auf der Website drauf ist? Scheiße, ich bin dumm. Hallo. Ich würde sagen... Du hast noch einen Joker. Ich würde trotzdem sagen. Ja. Kuppeln. Letzte Chance. Möchtest du kuppeln? Ich habe keine Ahnung. Ich habe noch 2 Joker. Der hier gibt dir safe die Antwort. Der eine ist meine Mutter. Ich,
Ich nehme die Safe-Antwort, weil ich habe keinen Führerschein und bin mir ziemlich sicher, Digga, dass ich glaube, es geht ja nicht mehr um Autos. Bist du dumm oder was? Ja. Ist C. Doch, es war richtig. Was richtig? Erstaunlich. Hä? Warte mal, bin mir nicht ganz sicher? Ich dachte, man ist sich hier sicher. So, Safe-Antwort. Oh, oh. Big Yikes. Okay, willst du C haben? Scheiße, ich habe mich gescampt. Ja, ja, ich will C haben. Toi. Also, trink erstmal einen Schluck Wasser. Komm, trink Wasser. Hast du Wasser bei dir? Ja, ich hab Wasser bei dir. Okay. Erstmal die Cola weggestellt, um einen Schluck Wasser zu trinken. Wie fühlst du dich gerade? Ich meine, du hast gerade mal 6 Antworten geschafft, Digga. Du bist noch nicht mal in dem fucking 5-stelligen Bereich. Ich habe jetzt ungefähr das gemacht, was Lucky Loser an Subgifts rausgehauen hat auf diesem Kanal. Das stimmt. Er hat leider zu viel rausgehauen. Ein F in den Chat für Pascal. Das ist echt schwer. Leute, einmal F in den Chat für ihn. Das sind echt viele Subgifts. Ja, deswegen hat er sein Headset nicht so schnell kaufen können. Wer gewann 2015 als erster Deutscher seit 12 Jahren wieder ein Springen der Vier-Schanzentournee? Montag, Dienstag, Donnerstag oder Freitag? Warum sind das Tage? Wird hier nicht nach einem Menschen gefragt? Was ist RTL bitte für eine dumme Seite? Nur einspringen? Oder warte mal. Hieß der Deutsche nicht Freitag? Ich glaub, oder Freitag ist Wochentag. Ja, ich weiß, ich weiß. Das Problem ist, dass ich Skispringen tatsächlich mal aktiv verfolgt habe. Ey, Moment mal! Da ist ein Hurensohn, Digga! Itcha, bist du behindert? Du fragst mich, ob man die Antwort schreiben darf, während hier in Rot steht, und Rot steht für Gefahr, wer auch nur aus Joke eine Antwort schreibt, bekommt ein Timeout. Macht mal nicht ein auf behindert, Leute. Macht mal nicht ein auf behindert. Soll ich mir das auf die Stirn tätowieren, oder was? Jetzt hast du weiterreden. Ja, aber tätowierst du den in grün, dann sieht man das im Greenscreen. Ich glaube, es war Freitag. Ich glaube, der hat das erste Mal nach Ewigkeiten wieder ein Springen gewonnen. Weil gewonnen hat ein Österreicher, das weiß ich. Also okay. Die Vier-Schanzentournee im generell. Ich meine, ich glaube, er hieß Freitag. Keine Ahnung. Karl, ich logge Freitag ein. So. Ich logge ein. Chat, bevor ich hier aber weitermache, möchte ich euch eine Frage stellen. Seid ihr der Meinung, dass Freitag ein Wochenendtag ist oder nicht? Ich logge jetzt ein. 2000 Euro. 2000 Euro, Digga. Da ist neuer PC drinne. Du hast du Pech? Ja. Ich gebe dir kein Geld hier, Digga. Ich scam dich einfach nur und gebe dir das Gefühl, dass du was geschafft hast. Ja, du, eine Coachingstunde oder so wird auch schon passen. Nee, Spaß. Bruder, da hättest du mich vorher fragen sollen. Der Yasuo-Spieler hat mich gefragt und der hat mich hops genommen. Der hat mich actually gut hops genommen. Okay, kommen wir zur nächsten Frage. Den Andenbären, die einzige südamerikanische Bärenart, kennt man auch unter der Bezeichnung Toupetbär, Brillenbär, Gebissbär oder Hörgerätbär. Soll ich diese Frage nochmal wiederholen? Bitte sehr, Herr Joch. Den Andenbären, die einzige südamerikanische Bärenart, kennt man auch unter der Bezeichnung Toupetbär. Das ist, der hat Haare auf dem Kopf. Brillenbär, er hat Probleme mit seinen Augen. Gebissbär, ich schwör's dir, wenn der einmal beißt, ist Go Next, dann ist FF. Oder der Hörgerätbär, das ist etwas, das ich brauche, nachdem meine Mutter mich angebrüllt hat. Der Toupetbär kann's nicht sein, das ist Donald Trump. Okay. Wenn du nochmal Zeit zum Nachdenken brauchst, würde ich und den Sponsor der heutigen Folge nochmal eben erwähnen. Aber natürlich, Leute, die heutige Folge von Wer wird Millionär featuring Talon wird euch gesponsert von von der Players Hub Academy, Leute. Da könnt ihr nochmal mein wunderschönes Gesicht sehen. Die Players Hub Academy ist das einzige Game auf dem Mobile Market, wo ihr lernen könnt, wie man besser wird in League of Legends. Und das mit einer unglaublichen Grafik. Ihr geht rein, die sagt euch, yo, Digga, ich möchte allgemeine Sachen lernen. Bada bing, bada boom, Wave Control, wie geht das? Kein anderes Gacha auf dieser Welt kann euch das geben. Oder wie du dich am effektivsten verbesserst. Mehrere Kurse, mehrere Videos. Jetzt kommt nicht nur das, Leute. Jetzt kommt nicht nur das. Ihr könnt auch
irgendwo reingehen, zum Beispiel dieser kein Jungle, und ihr geht bei Jungle rein. Und ihr lernt Jungle Tracking, Digga. Willst du nicht mehr gegankt werden? Willst du nicht mehr gegankt werden, Digga? Willst du wissen, wie du ein Early Game Jungler trackst? Digga, dann machen wir das mal auf. Ohne Raid Shadow Legend, Raid Shadow Academy hätte ich das hier nie gewusst. Bam, Alter. In Grafik, diesem Kurs haben wir uns die Optionen eines Early Game Sprecher, Junglers bis hin zum ersten Gank angesehen. Draven, der gegankt wird. Er ist halt nicht in der Hub Academy, sonst hätte er diesen Gank gesehen. Gib jetzt. Ganz kurz? Du kannst deine Fresse halten, während ich Werbung mache. Halt dein Maul. Gib jetzt Ausrufezeichen Academy ein und join jetzt noch der Hub Academy, damit ihr nicht mehr Geld zahlen müsst, um die Hoffnung zu haben, dass ich euch bei einem Sub ernst nehme. Jetzt darfst du weiterreden. Ich wollte nur ganz kurz sagen, Alter, es ist echt krass, wie Long sich als Cutter entwickelt hat. Er wird immer besser. Das ist insane. Das hat alles Long geschnitten, oder? Nein. Nicht nur, okay. Also er hat da mitgemacht, aber er hat nicht alles gemacht. Okay, dann Brillenbär ist ein blinder Bär. Digga, du hast ihn gegoogelt. Gib doch zu, Mann. Gib doch zu. Das klingt plausibel. Du, schau, hör mal. Ich habe eine mechanische Tastatur. Und wie hört sich dein Handy an? Hast du es gehört? Hops genommen, du Wichser. Ich logge Brillenbär ein. Mach mal. Ich wollte gerade noch was zu Gebissbär sagen. Schade. Also, was hast du gegoogelt, dass du was gefunden hast? Gib doch zu. Komm. Hatten wir ein anderes Wort. Aber ich glaube, ich hatte gedacht, dass... Du hast echt gegoogelt? Nee. Würdest du auf das Leben meiner Mutter schwören? Wie heißt deine Mutter? Ist das relevant? Ja, wenn sie Karen heißt, dann... Nee, sie heißt nicht Karen, Digga, sie ist Türkin, Mann. Was für Karen? Okay, ja. Wir sind bei 8.000 Euro angekommen. Wenn du noch zweimal richtig redst, dann darf ich sogar die Musik wieder ändern. Ab dann wird echt tryhard. Wow. Wie heißt der Abenteuerkinofilm aus dem Jahr 2015 mit Jake Gyllenhaal und Josh Brolin in den Hauptrollen? Mississippi, Everest, Sahara... Oder die Lüneburger Heide. B. Everest. Woher weißt du das? Ist das Brokeback Mountain oder was? Nee, aber das klingt am ehesten nach einem Actionfilm. Okay. Ey, Digga, es passt sogar. Echt? Wow, nice. Krass. Welche Jahreszeit beginnt bei uns, wenn die Mittagssonne am südlichen Wendekreis im Zenit steht? Ey, ich hab keine Ahnung, Mann. Ich weiß nicht mal, wann überhaupt welche Jahreszeit beginnt. Ich weiß nur... Mittagssonne pass auf. Am südlichen... Denk du nach, ich mach kurz Anekdote. Leute, ich kenne mich gar nicht aus mit Jahreszeiten. Ich weiß nur, ey, wenn es schneit, ist es Winter, glaube ich. Wenn es echt heiß ist, ist es Sommer. Und wenn die Blätter runterfallen, ist Herbst und Frühling, keine Ahnung, wann das ist. Like, no fucking clue. Irgendwann, wenn die anderen drei Sachen nicht sind. Jetzt darfst du wieder reden. Ich... Aber nicht, okay. Ob es Sommer oder Winter... Wintersonnenwende ist... Warte mal. Wintersonnenwende ist der 21. Dezember. Südlicher Wendekreis. Alter. Nicht vergessen, du hast auch noch einen Joker zur Verfügung. Stimmt, ich habe noch deine Mom. Ja. Meinst du, die weiß es? Digga, ich weiß, meine Mutter weiß nicht mal, was Zenit ist, Mann, oder Wendekreis. Das weiß ich selber nicht. Also meine Mutter kann dir bestimmt so mit Dorfsachen helfen oder so. Mit Dorfsachen. Ja, oder ja, wie man Kuchen backt, keine Ahnung. Nothing will escape. Hey, Sylvie, wie wäre es, wenn ja, wir im Ich glaube, es ist Winter, so wie ich am Anfang gesagt habe. Das Spiel mit mir auf dem also, Hocker zocken? Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, es aber ist Winter. Aber dann machen wir Folgendes. Bis warte mal kurz. 10 Spenden denk du mal weiter nach. Jede richtige Frage eine Stunde. Coaching und ab 11 jeweils ein Bootcamp. Also 10 Coaching und 5 Bootcamp. Wäre es, wenn wir im Special-Spiel mit mir auf dem Hocker zocken? Okay, du willst mitmachen. Aber dann machen wir Folgendes. Bis Frage 10 spendest du für jede richtige Frage eine Stunde Coaching und ab 11 jeweils ein Bootcamp. Digga, Bruder, ich geh pleite, Digga. Ich geh pleite, wenn ich ein ganzes Bootcamp hier for free raushauen kann. Also, coole Idee, aber da mit dem Bootcamp, das geht nicht. Das... Digga, da geh ich Astro pleite, Mann!
Also, was denkst du, ist die Antwort? Ich glaube, es ist Winter. Okay. Soll ich einloggen? Jo. Oh, 16.000 Euro. Warte mal. Darf ich jetzt schon die Musik ändern? Oh doch, ich darf die Musik ändern. Oh, okay. Das ist die echt harte Musik. Die ist so richtig dünn, 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 dünn. Es war einmal eine Zeit. Da schrieb man noch statt Erfolg in ganz Ausführlichkeit so bald wie möglich. Ey, das weiß ich. Digga, das weiß ich. Mit freundlichen Grüßen. Soweit ich weiß, um Anton wird gebeten. Ey, das weiß ich. Es war es, I know. Soweit ich weiß. Digga, Digga, Tokusel! Alter, ich bin 22, ich muss das. Was ist das? Welche aufeinanderfolgenden Monaten begannen 2015 jeweils mit einem Sonntag? Alter, was? Januar und Februar. Februar und März. März und April. April und Mai. Weißt du was? Ich bin jetzt schon besser als der Yasuo. Jetzt rufen wir deine Mutter an. Okay. Das ist alles, was ich machen wollte. Selam aleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatü. Ne oldu oğlum? Anne, es geht um 64.000 Euro. Wow. Du musst mir helfen, tamam mı? Biri doğru muydu, yanlış mıydı? Die letzte? Anne, ja. Wer ist schon Forrest Gump, wenn es den Joker gibt? Der ist kaputt im Kopf. Adam Mayoch. Der hat immer recht. Okay, hör mir zu. Dur. Ben yardım almam lazım. Baba, evde mi? Evde. Tamam, dann hol ihn dazu. Esmas nutzlos, esmas nutzlos. Şey, Baba şimdi telefon görüşmesi yapıyor da, sonra sorsan olur mu? Nein, geht nicht, Anne, du bist mein Telefonjoker. Telefonjokerymiş. Yani şunu kapatır telefonu. Selamünaleyküm Baba. Aleykümselam oğlum. Also es geht um 64.000 Euro, okay? Okay. Welche aufeinanderfolgenden Monate begannen 2015 jeweils mit einem Sonntag? War es Januar und Februar, Februar und März, März und April oder April und Mai? Mach nicht Google auf. Mach nicht Google auf. Ich mach nicht Google auf. Ich habe mit Google nichts zu tun. Okay. Was ich jetzt nicht verstehe. Kannst du nochmal die Frage... Okay. Welche aufeinanderfolgenden Monate begannen 2015 jeweils mit einem Sonntag? Januar und Februar, Februar und März, März und April oder April und Mai? Ja. Welcher Monat begann mit dem Sonntag? Ja. Aufeinanderfolgen? Ja. Entweder Januar, Februar, Februar, März, März, April oder April und Mai. Ah, okay. Jetzt habe ich verstanden. Februar und März. Bist du dir sicher? 100%. Warum? Woher weißt du das? Nicht mal ich weiß das. Weil deine Eltern einfach mal saugut sind. Wir reden von 2015. Ich feier die Aktion. Ja. Und welcher Monat begann mit einem Sonntag? Genau. Richtig? Genau. Februar und März. Okay, gut. Dann hoffen wir mal, dass er hier seine 64.000 Euro gewinnt. Willst du deinen Fans noch irgendetwas sagen? Ja, grüßt euch alle. Okay, Leute, wisst ihr Bescheid. Gebt mir euren Twitch Prime, sonst bin ich sauer. Hatte, ich bin weg. Und wenn die wieder Telefonjoker machen, rufe ich bei euch an. Okay. Hatte, ja. Tschüss. Okay, mein Vater sagt Februar und März. Ja, ich dachte mir, ich glaube, das ist mathematisch gesehen das Einzige, was geht. Ich glaube, das ist legit der einzige Grund. Ich möchte hier eins sagen. Er ist Türke. Ja. Willst du ihm vertrauen? Ich will ihm vertrauen, ja. Ich vertraue ja auch dir. Mehr, okay, mehr Digga, ich würde mir nicht mal selber vertrauen. Februar und März. Amen, ihr Krim, Digga, wir sind gut wie Türken. Danke ja. An Loco für die 5er-Donation. Weil deine Eltern einfach mal saucool sind. Ich feiere die Aktion. Meine Mutter ist schon gewöhnt, von mir getrollt zu werden.
Ey, someone likes it. Danke für die 4. Oh, Digga, gib mir sein Twitch Prime. Leute, hier läuft. Hast du mein Twitch Prime, Manuel. Okay, nächste Frage. Es geht um 125.000 Euro, die du niemals im Leben sehen wirst, Digga. Ist das nicht traurig? Ja. Programmbeirat und Kunstbeirat. Und warte mal, deine Joker sind alle weg. Unterstützen den zuständigen Bundesminister. Geht es um die Gestaltung neuer Verkehrsschilder, der Wahlpakete, von Briefmarken oder des Plenarsaals? Briefmarken. Fragst du mich? Nee, ich kenne die Frage aus der Serie. Never. Ach, das ist doch ohne Scheiß. Sag mal, Leute, bin ich einfach nur dumm? Ist das geil. Ich weiß da gar... Bin ich einfach nur dumm? Vielleicht sind Rengamains ja die dümmsten. Schach. Yes. Oh, okay, yes. Doch, das kenne ich. Okay, das kenne sogar ich. Das kenne sogar ich. Das ist nicht fair. Okay, Digga, eine Mille. Du kannst Talon-Spielern eine Mille geben. Digga, was ist das für eine Musik? Rettungsschwimmer. Bosshafte Beats, geh weg. Digga, oh, warte mal, gibt es Musik zu einer Million? Doch, es gibt Musik zu einer Million. Oh mein Gott, Digga. Moment. Wo ist die Mucke für eine Million? Eine Million, hier. Okay. Eine Million Euro. Aus insgesamt wie vielen Steinchen besteht der klassische, von Erno Rubik erfundene Zauberwürfel? 22? 24? 26 oder 28? Hä? Digga, was ist der Erno Rubik-Würfel? Warte mal, ich google das eben. Danke, dass es Google gibt. Eher ist ein Rubik's Würfel, oder? Digga! Ist das nicht Rubik's? Also dieser Ding, der da von allen Seiten farbig Dings ist, oder? Ist das der? Ist das ein Rubik's Würfel? Ah doch, das ist er! Oh mein Gott, wenn du das nicht weißt, bist du dumm. Und das kommt von mir. Du musst echt dumm sein. Hä? Aber das... Aus wie vielen Steinchen? Digga, bist du dumm? Die Dinger sind doch 9. Also 1, 2, warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das müsste 27 sein, das geht aber nicht. Bruder. Am I fucking stupid? Alter, bin ich jetzt gerade komplett lost. Wie kommst du lost, oder was? Eigentlich auf 27? Die Dinger sind doch theoretisch die... Ah ja, stimmt. In der Mitte ist das Gewinde, das ist kein Stein, ne? Dann kann es nur 26 sein. Damit man die Dinger drehen kann. Möchtest du einloggen? 26. Ja. Bist du dir da sicher? Rein mathematisch kann nur 26 stimmen. Weil 27 geht logischerweise nicht. Ich zähle jetzt bis 5 runter. Es geht um 1 Million Euro. Denken Sie lieber nochmal nach. Sie vertreten alle Talonmates. Ja, 5. Lol. Du Arsch. Ich hab jetzt gerade die Notification bekommen von Discord, dass mir jemand geschrieben hat, dass 26 die richtige Antwort ist. 2. 1. 26. Und er hat es geschafft! Er hat 1 Million gewonnen! Jetzt! Aber du bist jetzt nur virtueller Millionär. Sogar die Seite macht sich über dich lustig. Glückwunsch, Sie sind virtueller Millionär. Das ist aber kacke. Tut irgendwie weh. Ja gut. Du hast die Talon Mains sehr würdig hier vertreten. Was sagst du dazu, Champion? Ja, genau das habe ich mir auch gedacht. Oh, das war wunderschön. Das war wunderschön. Okay. Ja, nein, jetzt ehrlich, willst du deinen Fans irgendwas sagen? An alle Talon Mains. Ihr dürft Katharina nicht heiß finden, sie ist die Schwester von Talon. Okay, ja. Du Pedo. Möchtest du vielleicht den heißen Damen hier noch was sagen? Willst du vielleicht zu Lena sagen, dass sie heute bezaubernd aussieht?
Lena, du siehst Digga, du Wichser, sie gönnt mir mal an. Willst du mir die Freundin ausspannen oder was? Verpiss dich. Nein, Spaß.